ich bin die Heike Meyer, komme aus Deutschland, aus Süddeutschland, Ulm, und bin seit 27 Jahren hier auf Teneriffa. Warum haben Sie Teneriffa ausgesucht und was gefällt Ihnen auf Teneriffa? Wir waren sehr viel im Urlaub hier in Teneriffa und Teneriffa hat mich gleich gefangen gehalten, irgendwie durch die schöne Klimazone, durch die Strände natürlich und die Menschen, ne, die hier leben. Mhm. Beruflich haben wir hier eine Autowerkstatt, seit über 18 Jahren jetzt hier fest, und reparieren hauptsächlich deutsche Fahrzeuge, machen also Mechanik. Was würden Sie empfehlen bei der Suche, Auswahl und Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs? Auf jeden Fall würde ich empfehlen, das Fahrzeug vorher kontrollieren zu lassen vor dem Kauf. Und ja, das wäre das Einzige eigentlich. Also, dass man vorher Bescheid weiß, ist das Fahrzeug wirklich im guten Zustand, wie was man sieht. Hier wird natürlich sehr viel schlechtere Fahrzeuge auch gekauft, also nicht so wie in Deutschland. Da werden nur die Fahrzeuge größtenteils mit vielen Defekten verkauft und so weiß man vorher, was man investieren muss. Mhm. Welche Teile des Autos geraten am häufigsten klimabedingt außer Betrieb? Am meisten elektronische Teile, weil hier das Klima eben durch die salzhaltige Luft gehen elektronische Teile also mehr kaputt. Da also sind sehr oft Defekte, muss man austauschen, also öfters wie in Deutschland zum Beispiel. Was ist bei der Wahl einer Kfz-Werkstatt zu beachten? Da würde ich sagen, das Vertrauen. Am besten dorthin gehen, wo man Vertrauen und wo man vielleicht eine Sicherheit bemerkt. Ja. Es gibt halt sehr viele Werkstätten und da muss man sich natürlich die geeignete aussuchen. Da kann ich natürlich nicht groß was dazu sagen. Ich sage bloß immer nur, gehen Sie dorthin, wo Sie auch Vertrauen dazu haben, wo man Ihnen die Sachen erklärt. Mhm. Wie verbringen Sie gerne Ihre Freizeit und was sind Ihre Lieblingsorte auf der Insel? Lieblingsort ist natürlich Maskatal. Also das ist der schönste Ort, finde ich, hier auf Teneriffa oder natürlich der Norden auch, hauptsächlich Maskatal. Und ja, hobbymäßig, also Freizeit gehe ich gerne natürlich am Strand auch, sehr viel wandern oder verbringe natürlich immer hier die Freizeit in der Natur. Also ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie irgendwelche Firmen benötigen oder irgendwelche Dienstleistungen, sich mehrmals über diese Firma zu informieren, damit wirklich das auch eine seriöse Firma auch ist. Also das wäre so das, was ich auf jeden Fall... Welche Firmen meinen Sie? Also alle möglichen? Ja, im Endeffekt alle, was von Dienstleistungen, Baufirmen zum Beispiel, ne, oder auch gerade Kfz-Werkstätten, wenn man irgendeine Dienstleistung benötigt, für zu Hause auch zum Beispiel, weiß nicht, Umbauarbeiten, ne, oder Fensterfirmen. Je nachdem, also alle Firmen, sollte man sich eben mehrere Meinungen, vielleicht auch unabhängig, nicht nur die Werbung in der Zeitung ansehen, sondern mehrere Meinungen einholen von mehreren Firmen auch und von Leuten natürlich, die Erfahrung damit hatten, dann, damit man wirklich auf der richtigen Seite ist. Es gibt natürlich schon viele Firmen, die natürlich, wo man auch abgezockt werden kann. Mhm. Ja, das ist hier leider der Fall auch manchmal. Gibt es natürlich überall, aber so ist man auf der sicheren Seite, finde ich. Das ist meine Erfahrung auch. Also wir sind trotzdem, dass wir lange da sind, haben wir immer wieder mal Probleme mit irgendwelchen Firmen oder Dienstleistungen, ne, wo man sagt, da hätte man sich lieber vorher nochmal öfters informieren sollen. Und warum haben Sie ausgerechnet den südlichen Teil der Insel ausgesucht als Lebens- und Standort? Der südlich allein von meiner Familie, weil die halt hier im Süden ist. Und weil wir sehr viele Menschen hier im Süden auch schon kannten vorher, weil wir viel im Urlaub waren. Mhm. Und natürlich auch durch das Klima. Ja, hier gibt es mehr Möglichkeiten jetzt zum Beispiel im Süden auch, finde ich, arbeitsmäßig. Im Norden ist natürlich nicht so sehr viel, es gibt nicht sehr viel Kunden, sage ich mal. Im Süden gibt es mehr Kunden, muss ich sagen.